Werkstattschau. Hier im Museum bauen wir Flugzeuge, restaurieren Autos und Motorräder, feilen, schweißen, hämmern, klopfen, wundern uns, schweißen und hobeln weiter. Und wo gehobelt wird, so sagt man, fallen Späne. Und die sollt ihr hier sehen können. In der heutigen Folge geht es um den VW Typ 82, den Steuerknüppel Albatros D5 bzw. D5A und was Neues. Schau, das Werkstättle. Kann man gucken. Und wieder ein Samstagmorgen, an dem wir uns in die Arbeit stürzen. Und das ist ganz genau wie beim Kochen. Man darf die Sachen nie zu lange auf einer Seite liegen lassen, sonst brennen sie an. Wir lassen nichts an. Oh nein, das bedeutet ja, wir müssen heute mit noch weniger Durchblick arbeiten wie sonst üblich. Also, solange der Wagen unter vorübergehender polnischer Verwaltung gestanden hat, wurde mit ihm schon sehr einfallsreich umgegangen. Zur Befestigung des Reserverades diente hier eine alte umgebaute Felge. Pragmatisch waren sie schon. Aber es hilft nichts, so kann es nicht bleiben. Das Ding muss runter. Ach. Ach so. Ach. Oh, ganz basic. Okay. Dann. Erstmal die Reste der alten Schweißnähte verschleifen. Anschließend den neuen Reserveraddom mit Spinne anpassen und markieren. Es soll ja alles richtig und hundertprozentig ausgemessen an seinem Platz, denn krumm genug ist das Auto in all seinen anderen Teilen ohnehin. Und während der Filmerei kommt man ständig auf neue Ideen. Ich meine, ich bin ja kein gelernter Filmemacher. Ich habe halt meinen Spaß damit und experimentiere ein bisschen herum. Aber hier hat mich Gabi auf eine neue Idee gebracht. Stell dich mal darüber. Man kann ja auch mit dem Bildfokus spielen. Stell dich mal dahin. Ich? Ja, mit dem Bier in der Hand. Immer mit dem Kolben in der Hand. Ja, wirst du in der nächsten Werkstattschau aussehen. So, genau, da bleibst du ein bisschen weiter, so, ja, genau, da bleibst du stehen. Schaut, was draus geworden ist. Und so kann sich Franz Josef riesig über die 40-Liter-Prägung freuen, die unter all der Spachtelmasse doch noch zum Vorschein kam. Aber wir waren ja stehen geblieben bei der Reserveradaufhängung. Der Dom wurde zunächst vorne aufgeschweißt. Anschließend folgten die Spinnenbeine. Endlich, nach 60 Jahren, ist das Fahrzeug auch an dieser Stelle wiederhergestellt. Und das Reserverad? Sieht gut aus. Wo ist denn die Radkap? Genau. Ja, wo ist denn die Radkap? Herrgott, neu, das Haus verliert doch nichts. Ah, da kommt sie ja. Dem Fachmann fällt natürlich sofort auf, dass die Prägung die falsche ist, aber daran arbeiten wir noch. Ansonsten? Gut schaut's aus.
Apropos Fachmann. Der Fachmann staunt und der Laie wundert sich. Und Franz Josef? Der fragt sich schon seit langem, wofür eigentlich dieses Loch im Auto ist. Ah, jetzt hat er es entdeckt. Und ansonsten ging es weiter mit Bürsten, Kratzen und Rostschutzpinseln. Fotografiere ich wieder die niederen Arbeiten, oder? Ja. Bei uns verrichten nicht nur die Frauen die niederen Arbeiten. Dann stand das Verputzen der Schweißungen vorne am Benzinkanisterbehälterfach an. Und gemeinsam haben wir dann die Karosse an der Unterseite im Frontbereich weiter vorbereitet, um das heutige Tagesziel zu erreichen. Wir wollen den Wagen heute an seiner Unterseite grundiert haben und lackiert haben. Das Wetter spielt mit, sieht gut aus, das schaffen wir. Und während Franz Josef den Kabineninnenraum mit der Bürste blank macht, kratzt die Gabi munter Unterbodenschutz und alten Dreck im Vorderbereich ab. Das wäre auf die Idee mit dem Schießdreck gekommen ist, nicht? Ja, einerseits ja nicht schlecht, weil sonst wäre es ja noch mal viel mehr verrostet. Ja, und ich kann ja nicht ständig mit der Kamera durch die Gegend laufen und die Leute aufhalten. Ich muss schon auch mal was tun und manchmal wird sogar ich gefilmt beim Arbeiten. Und, wie schaut's? Es wird sauber. Und tatsächlich, es wird immer sauberer. Gabi kann die blanken Teile jetzt schon mit Universalverdünnung abwaschen. Und kurz drauf begann Franz Josef das Einstreichen mit Bronox. Oh, aber wieder die Haare losgehen, du. So ein Gelumpe. Leck mich doch am Arsch, Mann. Echte China-Borste. Ja. Zahnausfall, du. So ein Dreck. Jesus Maria. Dem wurde dann Zeit gelassen, um mit dem Metall zu reagieren. Bitte, bitte. Gut, also diese Szene hat jetzt a touch of Ludolf. Zwischenzeitlich hat das Bronox erfolgreich mit der Metalloberfläche reagiert. Man sieht es wunderschön an der dunklen Verfärbung. Als nächsten Schritt kam Dichtmasse auf alle Schweißnähte. Bei angenehmen Außentemperaturen jagte ein Arbeitsgang den nächsten und kurze Zeit darauf konnten wir schon mit dem Grundieren beginnen. Wolltest du eine Maske? Die wäre ja im Auto, aber... Ja, eben. Wolltest du sie? Nee. Maske? Daran haben sich mittlerweile andere Verbrecher an uns schon dumm und dämlich verdient. Und außerdem, Mann oder Memme? Besonders die später unzugänglichen Stellen sollten jetzt nicht vergessen werden. Solange das Auto noch auf dem Kopf liegt, kommt man noch gut ran. Für eine Vorlackierung genügt das erstmal. Ein ganz roter Grind, oder? Ein ganz roter Grind, ein dreckiger Schwarz. Gabi wollte schon lange einmal selbst das Lackieren ausprobieren und hier ihre erste kurze Lehrstunde. Erst drücken, bis Luft kommt und dann ganz leicht weiter. Kann ich noch das zweite Mal drüber? Ja, gleich jetzt mal die Kanten. Nicht ganz so nah bitte. Schön macht sie das. Nur an der Ausdauer fehlt es noch ein bisschen und deswegen sprüht Franz Josef weiter. Und auch an dieser Stelle noch einmal ganz besonderen Dank an www.militärlacke.de. Wir wollen das ja nicht zu einer Werbesendung verkommen lassen, aber ein gutes Produkt kann man schon mal erwähnen, auch wenn man kein Geld dafür bekommt. Nicht nur vom Historischen aus betrachtet hervorragende Qualität, also den Farbton betrachtet, dass der historisch stimmt. Nein, die Verarbeitung, die Materialqualität, einfach hervorragend.
Wir können diesen Lack einfach nur empfehlen. Probiert ihn aus, ihr werdet nicht enttäuscht sein. Und hier seht ihr unser hübsches Wäschenbeuren in der Vogelperspektive. Zum ersten Mal haben wir Experimente angestellt mit einer Drohne und einer GoPro-Kamera. Nicht das modernste Equipment, aber für einen ersten Versuch ganz nett geworden. Grüße an alle, die sich das Video gerade ansehen. Los, kommt nur mit, auch wenn gerade nicht aufgeräumt ist in der Werkstatt. Ihr wolltet ja die Hobelspäne sehen. Und wenn wir das Ding schon am Hof haben, können wir mit seinem Abwind auch gleich einmal die Werkstatt durchfegen. So, jetzt habt ihr die Metallwerkstatt auch einmal von innen gesehen. Und wie ihr in diesem Video sehen könnt, steht der Kübelwagen bereits wieder auf seinem Gestell. Dort werden wir ihn dann endgültig lackieren. Und dann kam der Super-GAU. Die versuchte Landung auf dem Kübel schlug etwas fehl und wir landeten im Kübel. Müsst eigentlich da drauf gehen, ja. Ja, ist halt... Der Schaden hielt sich glücklicherweise in Grenzen. Später am Abend, nachdem die Arbeit dann erledigt war, kam auch noch Werners bester Kumpel Andy vorbei. Auch so ein wilder Rocker. Es spricht sich schnell im Dorf herum. Quickly erfreut alt und jung. Aktion! Ja. Und dann ließen wir ganz gemütlich den Abend ausklingen. Ja, wie eigentlich immer. Die ganze Zeit rätseln wir vor der Linse rum. Wir machen ja nichts, was uns nicht gefällt. Also, guten Appetit. In der letzten Folge haben wir die Rohlinge der Gashebelgehäuse ausgedreht. Heute geht's ans Fräsen. Zwei Ebenen. Behelfsfrästisch. Hab keine Fräse. Muss so tun. Ja, das ist sicher etwas. Daran werden die Zerspanungsprofis unter euch wieder ihre helle Freude haben und lachen. Aber was soll man machen? Wenn man keine Fräse zur Verfügung hat, muss man sich eben irgendetwas selber bauen. Und wenn es auch nur behelfsmäßig ist. Und ich sage euch eins, der Erfolg, sagt man, gibt dem Recht, der es getan hat. Es funktioniert, ganz ohne CNC und hochmanuell. Das Wackeligste hieran ist die Kameraführung.
Und wie bereits erwähnt, laden wir auch zum Mitmachen ein. Hier werden die Holzgriffe schön sauber verschliffen. Auch ein Luftfahrtbegeisterter, der die Sache begreifen möchte. Schau, das Werkstättle. Ja, auch putzen muss man. Das ist wichtig. Staub ist nicht hübsch. Sieht nicht gut aus. Wir waren ja in der Werkstatt und da habe ich euch ja allerhand Arbeiten gezeigt. Aber es gibt ja nicht nur die großen Sachen, es gibt auch die kleinen. Und deswegen, schau, das Werkstättle. Hier zeigen wir euch, wie man mit den kleinen Modellen den Übergang schafft in die späteren Zeiträume. Die alten Flugzeuge draußen, 1:1. Eine Ju-52 kann ich mir nicht ins Wohnzimmer stellen, aber als Modell kann ich sie zeigen. Nur die Modelle müssen auch irgendwie gebaut werden von irgendjemandem. Und das machen wir dort. Das ist auf Schwäbisch das Werkstättle. Das Le deutet an, es ist klein. Eine kleine Werkstatt für die kleinen Sachen. Und da haben wir Spaß am Bauen. Und das könnt ihr euch heute auch mal angucken. In der Himmel blauen kleine Limousine. Modellbau ist nicht nur ein Riesenhobby, das Spaß macht. Es ist auch eine wunderbare Methode, Geschichte, Technikgeschichte im Kleinen darzustellen. Wie schon erwähnt, kann man bestimmte Dinge einfach in groß nicht zeigen. Aber man kann mit Modellen einen Übergang schaffen. Einen Übergang aus der Freizeitbeschäftigung in die reale Welt. Und das tun wir hier. Wir basteln. Wir treiben Modellbau. Um genau zu sein, wir basteln ebenso, wie wir professionellen Modellbau betreiben. Das hier zum Beispiel ist eine Auftragsarbeit für einen befreundeten Sammler. Dieses Panzerfahrzeug, Panzerkampfwagen 4, STK FZ-161 von Heng Long, ferngesteuert, ist ein schönes Ding. Damit kann man spielen. Man kann es aber auch in seine Ecke stellen und einfach nur anschauen. Die Aufgabe, die wir haben mit diesem Modell, ist, eine historisch korrekte Lackierung aufzubringen für den Sammler, für seine Ausstellung. Und damit das Fahrzeug als Leihgabe später in gewissen Zeitabständen hier im Museum gezeigt werden kann. Außerdem wünscht sich der Besitzer die Turmschürzen. Im Original 16 mm Panzerstahl, im Modell 1 mm Messing. Es wird alles in Handarbeit angefertigt und so angepasst, dass es nachher auch funktioniert. Und hier einmal gegenübergestellt das Modell eines Panzerkampfwagen 3, das wir früher schon einmal farblich gestaltet haben. Auch dieses Fahrzeug ist eine frühere Auftragsarbeit. Und ich erwähnte bereits die Möglichkeit, die der Modellbau bietet, um vom Kleinen zum Großen eine Brücke zu schlagen. Hier seht ihr ein Beispiel dafür. Die originalen Steuergriffe der Flugzeuge stehen bei uns in der Ausstellung und kleine Modelle zeigen direkt am Exponat an, wie das Original aussieht. Modellbau ist ein schönes Hobby. Und es verbindet das Kleine mit dem Großen. Für ein Museum sind Modelle die ideale Möglichkeit, Dinge zu zeigen, die in die Räumlichkeiten in Groß nicht passen würden. Daher bieten wir hier im Museum für Flugzeugbau und Technische Geschichte in Wäschenbeuren auch an, wer in das Hobby des Modellbaus hineinschnuppern möchte, kann das tun. Meldet euch bei uns, kommt vorbei, schaut euch an, setzt euch hin, nehmt ein Modell aus der Sammlung und bastelt. Ein toller Zeitvertreib und das Museum braucht für die Ergänzung seiner Ausstellung ständig neue Modelle, ganz egal welche Kategorie. Militär, Zivil, Flugzeug, Schiff, Panzer, Automobile, alles offen. In diesem Sinne, bis zur nächsten Werkstattschau,
in der wir dann vielleicht auch ein bisschen mehr vom Werkstättle zeigen. Bis bald. Bis auf Ihr Mann, der steht mit aus, den wird ich vor lauter Fliegen übersehen. In der Himmel blauen kleine Limousine, das das Glück dazu so wunder Passagier. Und ich bin den Zug, aber nun, nur so vorbei an dir. Und bevor ich es vergesse, hier noch der kurze Hinweis auf unser wachsendes Modellbaubuch, in dem alle Modelle unserer Sammlung nach und nach gezeigt werden, auch wie sie entstanden sind. Ein Muss für jeden Modellbauer. Und es kostet nichts, ladet es euch herunter. Dazu tippt einfach den Link oben ab. Und das war sie auch schon wieder, die Werkstattschau des Museums für Flugzeugbau und technische Geschichte in Wäschenbeuren. Besuchen Sie uns doch mal. Jeden ersten Samstag im Monat von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Museum für Flugzeugbau und technische Geschichte in Wäschenbeuren. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.